Berg- und Talfahrt an den Aktienmärkten in den letzten Tagen. Davor war es allerdings in erster Linie eine Abwärtsbewegung. Sprich, Anleger haben wirklich gute Nerven in den Börsenmonaten September und Oktober benötigt. Und die Saisonalität könnte da auch eine Rolle spielen. Nicht umsonst gelten beide Monate als schwache Börsenmonate. Jessica Schwarzer, Finanzbuchautorin und Ressortleiterin Finanzen beim Handelsblatt Online. Sie beschäftigen sich ja auch viel mit dem Thema Finanzen, schauen sich die Auf- und Abwärtsbewegung an. Wie viel Anteil hat die Saisonalität an dieser Talfahrt beim DAX? Also man kann ja über die Jahre hinweg beobachten, dass die Sommermonate immer die schwächeren sind, während dann ab Ende Oktober der DAX langsam Gas gibt und dann eine schöne Jahresendrallye hinlegt. Und die ersten Börsenmonate sind in der Regel ja auch noch ganz gut. Da gibt es ja auch die passende Börsenweisheit, sell in May and go away, but remember to come back in September. Ja, das mag stimmen in vielen Jahren, aber es gibt auch viele Jahre, wo es nicht stimmt. In diesem Jahr könnte es wieder so sein, dass es stimmt. Das liegt aber nicht nur an der Saisonalität, sondern vor allem an den ganzen Krisen, die uns im Moment beschäftigen und natürlich an den Konjunktursorgen, die ja gerade in den vergangenen Wochen oder Tagen vor allen Dingen wirklich für Aufruhr an den Märkten gesorgt haben. Und die werden uns sicher auch noch ein bisschen beschäftigen, auch wenn ich allerdings glaube, dass wir die Jahresendrallye noch nicht ganz abschreiben müssen. Das hören wir als Anleger oder als Börse natürlich sehr gern. Warum sind die Monate Dezember und November an der Börse relativ stark? Warum kommen die Anleger gegen Ende des Jahres wieder in Kauflaune? Also früher hat man ja gesagt, das liegt an der Urlaubssaison. Die Händler sind alle weg, die Anleger sind weg, niemand handelt. Das ist heute ganz sicher nicht mehr so. Wir haben ja alle die Börse quasi in der Hosentasche mit unseren Smartphones. Aber was man natürlich immer noch beobachten kann, ist das sogenannte Window Dressing. Die Fondsmanager investieren in den letzten Monaten verstärkt. Jeder will natürlich die Gewinnertitel in den Depots haben und hinterher sagen können, ich habe Aktie XY und die war am besten dieses Jahr. Dass die dann vielleicht erst im November oder im Dezember im Depot gelandet ist, schwamm drüber. Sie hatten gerade die politischen Krisen angesprochen. Ukraine beispielsweise natürlich ein großes Thema. Inwieweit denken Sie, dass uns das noch eine Weile beschäftigt? Schließlich sagt man ja oft so salopp, politische Börsen haben kurze Beine. Aber das dürfte in diesem Fall nicht zutreffen, oder? Also ich befürchte auch, dass wir da noch einige Nervosität ertragen müssen an den Märkten. Und vor allen Dingen Ukraine, man weiß nie, wenn sich das weiter zuspitzt, was machen die Russen, was tun die Amerikaner. Also ich denke, das können wir noch nicht ganz abhaken. Und natürlich auch die Notenbanken sind ein Thema, auf das wir wieder gucken werden. Das ist jetzt ein bisschen in Rückhalt gekommen. Aber im Prinzip, was macht die EZB, was macht die Fed, wann wird das billige Geld doch wieder teurer? Das sind natürlich, Stichwort Zinswende, alles Themen, die Märkte auch in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr beschäftigen werden. Wenn wir jetzt nicht nur auf die nächsten Monate schauen, sondern auch aufs nächste Jahr. Wir hatten ein sehr volatiles Jahr bis jetzt erlebt. Erwarten Sie, dass diese Schwankungsbreite weiter anhält? Brauchen Anleger auch weiterhin so gute Nerven oder erwarten Sie, dass wir wieder in ruhiges Fahrwasser kommen? Also ich würde es mir wünschen, dass wir wieder in ruhiges Fahrwasser kommen, weil ich bin auch selber Anlegerin und das ist ja ganz schön nervenaufreibend im Moment. Ich befürchte aber, es wird noch ein bisschen dauern und wenn sich die Eurokrise wirklich noch mal zuspitzt, dann könnte es noch mal ein bisschen ruckeln an den Märkten. Welche Themen, denken Sie, werden uns im nächsten Jahr beschäftigen? Die Notenbanken können sicherlich ein Thema sein. Warum sind die Notenbanken von so großer Bedeutung? Naja, die Notenbanken haben halt im Zuge der Finanzkrise, um eben diese Krise zu lösen, die Märkte mit Milliarden, mit Billionen geflutet. Und irgendwann muss dieses Geld ja auch mal wieder raus aus dem Markt. Davor haben ja alle Angst. Wenn die Zinsen wieder steigen, das ist auch natürlich ein Thema. Ja, also es wird jeder Halbsatz, den irgendein Notenbanker von sich gibt, natürlich genau analysiert. Und jedes Mal gibt es die entsprechenden Ausschläge an den Börsen. Und das wird so schnell nicht aufhören. Wir würden uns natürlich wünschen, dass es ein bisschen ruhiger wird. Gesprächsbedarf werden wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall genug haben. Herzlichen Dank für die Einschätzungen. Und das war die Finanzbuchautorin Jessica Schwarzer mit einer Erklärung, inwieweit das Thema Saisonalität uns auch in den nächsten Monaten beschäftigen könnte und vielleicht doch zu einer kleinen Jahresendrallye führt, die sich ja so viele Anleger wünschen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.